Hauptdarsteller, der neue Mercedes-Benz-Rennwagen der Formel 1. 2,5 Liter, 260 PS und eine Spitze nahe an die 300. Eine außergewöhnliche Konstruktion. Außergewöhnlich auch die Form des Wagens. In langwierigen Versuchen entstand die windschlüpfrige Vollstromlinie. Dieser Wagen hat mehrere Väter. Hier der technische Direktor Dr. Nallinger mit Dr. Scherenberg und Ingenieur Kraus. Letzte Vorbereitungen für den ersten Start in einer kleinen Garage in Reims. Die Sportwelt blickt nach Frankreich. Voll Hoffnung, Spannung und Erwartung. Mercedes ist wieder da, nach 15 langen Jahren. Die Konkurrenz bestreitet solche Rennen schon wieder seit geraumer Zeit. Das bedeutet natürlich einen gewaltigen Vorsprung an Erprobung und Erfahrung. Dem begegnet Mercedes-Benz mit neuen Ideen. Direkte Einspritzung in alle 8 Zylinder, nach innen versetzte Turbobremsen, Pendelachse mit tiefgelegtem Drehpunkt. Hier ist man auf den Trichter gekommen. Es geht fließend voran. Den Treibstoff hat man übrigens aus Deutschland mitgebracht. Ebenso die Reifen. Eine Distanz von 500 Kilometer im Renntempo darf heute für Sie kein Problem mehr sein. Auch Sie haben beim großen Preis von Frankreich Ihre erste Bewährungsprobe zu bestehen. Auf dem schnellen Flachkurs von Reims. Von Start und Ziel geht es entlang der ausgedehnten Boxenfront und entlang der mächtigen Haupttribüne in den ersten weit geschwungenen Rechtsbogen. Er ist natürlich nicht mit Vollgas zu durchfahren. Aber immerhin beträgt die Geschwindigkeit der Spitzenfahrer an diesem Punkt noch zwischen 250 und 260 Kilometer. Aber gerade die schnellen Kurven wollen gemeistert sein. Denn, so meinen wenigstens die Rennfahrer, sich langsam um die Ecke bringen kann jeder. Nach der engen Rechtskurve, die man Muson nennt, folgen mehr als 1500 Meter Vollgasstrecke, bis dann die Tilloa-Kurve die Fahrer zwingt, auf den zweiten Gang herunterzuschalten. Der Kurs von Reims ist 8,3 Kilometer lang. Mercedes-Benz packt aus, gerät vorübergehend auf die schiefe Ebene und erregt im Übrigen gewaltiges Aufsehen beim fachkundigen französischen Publikum. Dieser Ansturm der Zuschauer löst, wie man sieht, eine Kettenreaktion aus. Das ist die Atmosphäre vor dem großen Preis. Ferrari, Maserati, Gordini mit ihren Weltklassefahrern gegen Mercedes. Während der elektrische Anlasser die Motoren anwirft und die Wagen kurz vor dem Start warm laufen, füllen sich die Parkplätze bei Start und Ziel. Keiner der 200.000 Besucher ahnt, dass zwei Nächte zuvor noch in Stuttgart wichtige Konstruktionen für den Rennwagen entstanden und gefertigt wurden. Zusätzliche Tanks für Öl und Benzin. Erst Stunden vor Rennbeginn baute man sie ein. Dr. Nallinger ganz Ohr für Dr. Scherenberg. Hans Herrmann. Kling Fangio Marimon. Klings Wagen wird zum Start gebracht. Während er sich so mit Recht zurückgesetzt fühlen kann, wird für Fangio Vorschub geleistet. Der Argentinier arbeitet sich jetzt schon nach oben und nicht zu übersehen ist, was ihm beim Rennen sonst nicht liegt, er steigt aus. Die letzten Sekunden vor dem Start. In der ersten Reihe Fangio Kling Ascari. Start weg liegen Kling Nummer 20 und Fangio Nummer 18 an der Spitze. Jetzt Fangio vor Kling, dahinter Gonzales und Hawthorn auf dem neuen Ferrari. Marimon auf Maserati, Trintignant Villoresi und Hans Herrmann. Weltmeister Alberto Ascari, diesmal am Steuer eines Maserati, musste bereits in der ersten Runde ausscheiden. Zweite Runde bei Muson, Durchschnitt weit über 180. Ende der zweiten Runde, aus der Tilloa-Kurve das immer noch geschlossene Feld vor dem Teleobjektiv.
2,5 Kilometer zieht sich die Gerade von Tilloa bis zu Start und Ziel. Das Teleobjektiv verkürzt die Entfernung und verlangsamt scheinbar auch das Tempo. Voraus die Mercedes von Fangio und Kling. Dahinter im Windschatten Gonzales, dann Horson, Marimon, Miloresi, Trintignant und Hermann. Der große Angriff der Italiener auf die führenden Mercedes ist abgeschlagen. Aufgeben mussten Gonzales und Horson, ebenso wie Loresi und später an dritter Stelle liegend und nach einer Rekordrunde auch Hans Herrmann. Weit vor dem Feld tragen Fangio und Kling ihren Zweikampf aus. Erinnerungen werden wach an jenen heißen Sommertag, als Mercedes beim Grand Prix von Frankreich 1914 sich in Lyon einen Dreifachsieg holte. Das geschah auf den Tag genau vor 40 Jahren. Einer war damals auch schon dabei, Charles Farou. Er verkörpert ein gutes Stück Geschichte des französischen Rennsports. Im Regen versucht ein überrundeter Gordini, sich anzuhängen. So wird selbst die Konkurrenz zu Mercedes-Anhänger. Die Box signalisiert die Reihenfolge. Fangio, Kling und jetzt auf dem dritten Platz Monzon auf Ferrari, dann Bira. Fangio hat einen klaren Vorsprung gewonnen. Aber Kling gibt sich nicht geschlagen. Unaufhaltsam kämpft er sich wieder heran. Erbittert streiten die beiden Mercedes-Piloten um den Sieg. Eine Runde. Jetzt führt Karl Kling. Ein packendes Finish. Die Sekunden werden zeigen, wem die Stunde schlägt. Fangio gewinnt vor Kling. Doppelsieg der Mercedes-Benz-Neukonstruktion und ein Rekordschnitt von 186,6 Kilometern in der Stunde. Nach 15 Jahren ein großartiges Comeback. Dieser Kuss ist natürlich nicht das Einzige, was Fangio für seinen Sieg bekommt. Karl Kling, der Zweite. Während er noch schwarz sieht, spricht man mit Fangio und Fangina durch die Blume.